Was geht ab, liebe Freunde, zu einem neuen Video in Sachen Kochen? Und es wird heute was richtig Geiles geben: selbstgemachte vegetarische Proteinpizza. Und ja, dafür habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Also, ich habe hier schon den Teig quasi fast fertig. Ich habe hier so Proteinzeug genommen, so ja, dann noch so Trockenhefe ein Stück weit dazu. Ich glaube, 160 Milliliter Wasser, keine Ahnung, ich habe das nicht so genau abgewogen. Und genau, dann das Ganze zusammenkneten, den Teig ein bisschen gehen lassen, irgendwie eine halbe Stunde, Stunde. Und ja, dann werden wir den jetzt ausbreiten. Genau, ich mache das dann gleich im Zeitraffer. Also hier wird gleich noch ein bisschen, kommt noch ein bisschen Öl drunter. Dann werden wir den Teig ausbreiten, das Ganze belegen. Ja, wir haben hier ganz viele Sachen: Brokkoli, Champignons, Tomaten. Ich werde ein bisschen Knoblauch. Das heißt, ein bisschen sehr viel Knoblauch raspeln und ganz viel Zucchini und dann natürlich als quasi Grundierung so ein bisschen dieser ja, Tomatenmix mediterran. Und zum Schluss natürlich ganz viel Käse drauf und noch ein bisschen Parmesan und let's go. So, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen vorbereitet. Wie ihr seht, viel Käse, viel Knoblauch und ich mag es immer noch so, die Champignons so drauf zu packen. Dann, ja, dann schmoren die so ein bisschen an und dann kann man die so wegsnacken. Ich finde das ziemlich nice. Und ja, jetzt packen wir das Ganze in den Ofen. Dreiviertel Stunde, 45 Minuten, vielleicht eine Stunde, 200 Grad und zum Schluss machen wir nochmal ein bisschen höher und schauen wir mal, was bei rauskommt. So, das ist bei rausgekommen. Das sieht verdammt gut aus. Und ja, guten Appetit.